Fleisch durchstehen. So wie ein Rausch. Hallöchen! 23.07.2016 geht's mir ganz gemütlich zum München. Ungefähr gefühlt 8000 Lautern auf der Fähre Richtung England. Denn heute ist das Auswärtsspiel, es ist immer nur ein Testspiel, aber international gegen Brentford. Ja, wir sind gut drauf. Wie ihr hört, sind die anderen Leute auch gut drauf. Und ja, Prost, es ist geil. Ich bin absolut motiviert. Den Kaiserslautern spielt international. Hurra! Hurra! Die Lauter, die Lauter! Hurra! Hurra! Die Lauter, die Lauter! Hurra! All over again!
So, liebe FCK-Freunde, das war das kurze Video aus Brentford. Mein Gott, war das ein Spiel, war das ein Wochenende. Boah, durchweg eigentlich grenzgenial. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Viele neue Leute kennengelernt, viele alte Leute wieder getroffen. War echt spitze die Zeit mit euch. Ich glaube, wir sind gefahren von abends um 8 bis morgens um, ich glaube, 10 oder 11 und das Ganze dann auch wieder zurück. Also dementsprechend sah auch der Bus etwas aus. Hier ein kleines Foto, was das etwas verdeutlicht. War wirklich absolut krass. Wir haben uns nach meinem Erachten super dargestellt. Wir haben einen Support gemacht, der wirklich sich sehen lassen kann. Insbesondere ohne Megafon, ohne Trommeln. War das doch sehr, sehr gut. Hat ganz, ganz toll funktioniert. Und alle haben eigentlich fast immer mitgemacht. War schon wirklich sehr geil. Nur leider muss ich auch eins sagen, da war die Schweigeminute am Anfang. Und ich finde, eine Schweigeminute ist was, wo man Respekt zeigen soll. Als Fan gegenüber anderen Fans und dann insbesondere noch mehr, wenn es im Ausland ist und wenn dann aber irgendwelche dubiosen Mitgereisten da anfangen, irgendwelche Scheiße reinzuschreien und das Ganze dann auch noch rassistisch ist, dann muss das wirklich überhaupt nicht sein. Und da sind einige böse geworden, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich darunter auch sogar sehr. Denn wir probieren uns als Verein ordentlich zu präsentieren und dann muss sowas das kaputt machen. Wir haben so eine Masse bewegt, über 1000 Leute in England für ein Testspiel. Das ist wirklich krass und wir haben da sowas Tolles gezeigt und dann passiert sowas. Das war halt auch sehr, sehr schade. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Dann wollte ich hier noch kurz ein paar Fragen beantworten, die mir zugetragen wurden. Ja, wir haben das mitgekriegt mit dem kurzen Hin und Her mit der Polizei. Konkrete Gründe kennen wir aber auch nicht. Also wir waren zwar ziemlich punktgenau da, wo es passiert ist. Der Grund dafür gab es viele, wo ich gehört habe, aber konkret kann ich da auch leider gar nichts dazu sagen. Ist halt sehr ärgerlich, wenn dann sowas passiert. Nach diesen Testspielen war ja in Vettersheim, war ja in Pirmasens und jetzt auch in England, kann ich eigentlich sagen, ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft. Ich denke, dass wir eine gute Truppe sind, die natürlich erst noch eine Findungsphase braucht, aber es läuft schon ziemlich gut zusammen und ich bin äußerst optimistisch, dass das eine sehr gute Saison wird. Und ja, bis dahin bleibt mir eigentlich nur zu sagen, die Zeit geht schnell vorbei. In weniger als 2 Wochen geht's los und ich hoffe, dass wir uns da alle in Lautern sehen. Wir waren wieder direkt am Aufwand an der Bushaltestelle Soi. Ungefähr ab, ja gut, 15 Uhr werde ich da sein. Vielleicht sehen wir uns ja dann. Bis dahin, haltet die Ohren steif und haut rein.